Das berühmte italienische Puppentheater San Carlino findet man in der Nähe der Piazza del Popolo im Park der Villa Borghese, Rom. Hier auf dem Pincio gibt es direkt neben der Wasseruhr die Viale dei Bambini, an der neben anderen Attraktionen für Kinder der Festbau des Theaters steht. Ziel der diesjährigen Tournee des Amadeus Kammerorchester Dortmund war die festliche Wiederaufnahme der Produktion Il Flauto Magico di Pulcinella aus dem Jahre 2006. Das von Theaterleiterin Caterina Vitiello und Felix Reimann konzipierte Opernprojekt verbindet die musikalischen Elemente Mozarts mit dem Puppenspiel und dem Schauspiel der Darsteller. Im Sinne der Commedia dell'arte treten die Puppenfiguren auch als leibhaftige Schauspieler aus der Szene vor die Kinder. Dadurch und durch eine bis aufs Detail abgestimmte unterstützende Effekttechnik von Manuel Reimann ist die Imagination für die Kinder, aber auch die erwachsenen Zuschauer perfekt. Mit jeder Menge Poesie führt der Erzähler anfangs die Kinder in die Geschichte ein. Una bella storia. Vediamo. Volete ascoltare la storia di un re buono che rapisce una principessa? No. E la storia di un principe alla ricerca del suo amore? No. La storia di una regina bramosa di potere? E la storia di una principessa rapita in attesa del principe azzurro? Anche tu. Allora, facciamo così. Volete ascoltare la storia del bene o la storia del male? Del bene! Vi racconterò la storia del bene che trionfa sul male. Zentrale Figur hierbei ist die italienische Hauptfigur Pulcinella, die in diesem Stück natürlich die Rolle des Papageno übernimmt. Mi scusi, tu chi sei? Lei, signore, parlo con lei. Ma tu, scusate, questo mi do. Io giro il mondo e largo e tondo, tutti quanti mi conoscono, questi mi addomandate chi sono. Per piacere diteglielo voi. Sono io. Cosa ci fai qui? Sapevo che oggi facevate il gran galà, che sono venuti i musici della Germania e me lo sono venuto a vedere, sono andato a vedere. Ma dopo mi metto seduto. Ma sai che ti dico? Che questa cosa è perfetta. E tu sei arrivato. Io sono il burattinaio. E questo l'abbiamo capito. Stavo per iniziare a raccontare a questi bambini una storia. E questo pure l'abbiamo capito. E mi manca proprio un personaggio. Insomma, avrei il ruolo perfetto per te. Papageno. Papageno! Sarà pure bellissimo, ma sento, dove mi porti? Andiamo. Dove andiamo? Scusa. È una storia magica. Ho capito che sia una storia magica. Andiamo. Dove mi portare? Die Musik, eine Neufassung der Zauberflöte als Bläserquintett von Felix Reimann, treibt dann die Handlung voran. Natürlich können die Abenteuer des Tamino und des Papageno nur mit Hilfe der Kinder bewältigt werden. Diese Interaktion des jungen Publikums zeichnet diese Kinderopernproduktion besonders aus. Alle drei Gala-Vorstellungen am zweiten Wochenende des Jahres 2014 waren restlos ausverkauft. Anlässlich der Gala präsentierte das Theater erstmals dem Publikum eine Hörspiel-CD der Produktion. Ecco
contenta? Sono molto contenta. Zum Abschluss der gelungenen Aufführungen feierten die deutschen Musiker gemeinsam mit den italienischen Künstlern bei einem großen italienischen Essen. Una principe. Siamo contenti ma altrettanto tristi. Molto bene. Perfetto.